Here we go, Eligella. Oh, why always me? Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Kurzes Intro, damit ihr checkt, was da gleich abgeht. Also, Willi, Sidney und ich waren am Dienstag in Stuttgart bei unserer Produktion für VitaWelt und wir haben euch da mitgenommen, haben sich ein paar gewünscht, dass wir daraus mal einen Vlog machen. Ist auch sehr cool geworden, wie ich finde. VitaWelt, Freunde, wird in den nächsten Wochen am Start sein, hoffentlich überall. Ihr werdet jetzt in dem Video erfahren, was da so drin ist, so ein bisschen hinter den Kulissen sehen, wie das so ist. Wir hatten Shootings für die nächsten Monate, die Reise dahin, die Reise zurück. Ich hoffe, euch gefällt das Video, Freunde. Lasst ein Like auf das Video da, ich weiß nicht, wie viele das sehen. Wir versuchen mal 30.000 Likes, das ist viel, aber wir versuchen es mal. Ich glaube, das sehen nämlich ein paar, das Video. Lasst ein Abo da, ist umsonst, Freunde. Danke für 750.000 Abonnenten, die haben wir gestern, glaube ich, geknackt. Vielen Dank für den Support. Ich schaue euch da gerne übrigens auch nochmal den Link zu VitaWelt Instagram-Seite raus. Da könnt ihr auch gerne ein Follow da lassen. Link dazu ist oben in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, hi. No. Es ist 4 Uhr morgens. Ich habe bis gerade gestreamt. Mein Taxi kommt in ungefähr 45 Minuten. Ich habe schon wieder nicht geschlafen. Eigentlich hätte ich mit Flieger fliegen sollen nach Stuttgart. Ach, wisst ihr eigentlich, worum es geht? Kurz vorm, wir fahren nach Stuttgart, Willi, Sidney und ich, weil da jetzt die letzten Vorbereitungen wegen VitaWelt gemacht wird. Ihr werdet mal so sehen, was da so alles ist. So Produktion, Shooting, was. Wir nehmen euch einfach mit. Das ist, glaube ich, ganz interessant. VitaWelt wird so in 2 bis 4 Wochen hoffentlich dann an den Markt gehen. Ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Check die anderen auf jeden Fall aus. Es ist 5 Uhr morgens. Ich treffe mich jetzt mit Sidney am Bahnhof. Ich versuche im Zug zu schlafen. Wir fahren 5 Stunden. Und ich hoffe, ich krieg's gebacken. Wir sind jetzt am Hauptbahnhof. Ich bin gespannt, ob Sidney kommt. Ich habe seit geraumer Zeit nichts mehr von ihm gehört. Nicht wundern, es wird so nicht nur um VitaWelt gehen, sondern ich filme die Knechte auch, glaube ich, ein bisschen ab. Ich bin jetzt im Zug. 5.25 Uhr. Der Zug fährt um 5.27 Uhr. Ich habe Sidney gerade so vor 5 Minuten angerufen. Er meinte, er holt sich noch was zu essen. Okay, dann hol dir was zu essen. Wer hätte es gedacht, Sidney Friede hat seinen Zug verpasst. Wie kann man denn immer so sein? Er ist jetzt irgendwie in einen anderen Zug und steigt irgendwie um 3 Stunden in meinen ein. Ich bin der größte Sohn, wenn ich jetzt lüge. Der Fahrkontrolleur hat mich gerade gefragt, wonach ich rieche. Ich weiß nicht mal, wie das ist. Das ist das aus Paris, Montole, irgendwas. Ja, was geht? Irgendwie kriegt das doch immer hin. Mhm. Guckst du bitte. Mann, er ist jetzt hier mit seinen Schuhen. Ey, ihr müsst uns sehen, wie der Mann aussieht. Ich schwöre, ich bin so gefickt. Guck mich an. Augen so ich dachte erst, es ist ein Traum, ne? Ich kann meine Augen nicht ganz aufhalten. Aber ich hab geschlafen. Ich würde sagen, so 3,5 Stunden. Er läuft hier mit seinen Crocs durch die Gegend. So, wir wurden jetzt abgeholt. Wir haben einfach 3 Locations, wo wir Bilder machen. Und der erste ist in einem Flughafen. Was ist denn das? Sidney passt da alleine rein. Guck mal, wie klein das ist. Man sieht es vielleicht gar nicht. Wir sind zu 5. 7 Sitzer, alles gut. 7 Sitzer? Ja, der 7 kleine. Hat's den TÜV? Wir sind jetzt erst. Okay, ich hab's immer noch nicht ganz gecheckt, um ehrlich zu sein. Weißt du, was wir jetzt machen? Fotoshooting in so einem Hangar, wo ein Privat hier drin ist. Vor allem, wir sind damit gekommen. Und hier der andere Kollege, den hier aus meinem einen Vlog kommt, der ist mit seinem Porsche GTR irgendwas gekommen. Der fast 500.000 kostet oder so. Also ich werde da das Ding auch nochmal fahren, da lasse ich mir gar nichts nehmen. Wirklich, das ist das größte Falschgeld. Der läuft die ganze Zeit damit rum mit seiner Breze. Ist wie so ein Vollidiot. Der ist jetzt auch da. VitaWelt. International. So, Männer. Erste Location. Gib ich dir mal den Ball da, guck's dir an. Ey, ne, ist Quatsch bei der Name. Erste Location, hier von so einem Privatjet, der Hangar oder so. Das wird sehr, sehr cool, Freunde. Sehr, sehr cool. Ich bin noch wirklich müde, aber das ist kein Problem, ich bin ein Profi. Ich spiele mit der Kamera. Einfach sowas für ein Getränk. Der will, dass ich ihn filme. Erst kommt wieder einmal um die Welt. Jo, ne, ich bin mit. Brasilianische Musik rein. Boah. Guck, guck, guck. Du hast verpasst. Spiel mit der Kamera, spiel mit der Kamera. Spiel mit der Kamera. Nice, 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 nice. Mach was, spiel mit irgendwie. Ja. Ja, hier ist auch ein Flugzeug. Ja, 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 mehr, 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 mehr. Sie läuft zum Date, wie die Deutsche.
Meine Nase ist eine Scheibe. Wie lernt man jonglieren? Was habe ich dir gerade gezeigt? Okay. So lernt man jonglieren. Genauso. Das ist kein Joke. Du musst die Bewegungsabläufe drin haben. So lernt man das. Jetzt werden hier noch ein paar Videos aufgenommen für die Läden, wo wir das verkaufen. Sowas wie, hey Leute, ab sofort ist Vita-Welt hier und hier verfügbar. Das ist immer ein bisschen mehr, als es aussieht. Aber ich werde jetzt hier nicht alles abfilmen. Wir gehen noch zu zwei anderen Locations und ja. So, jetzt wird geguckt, ob die Bilder, die wir gemacht haben, auch was konnten. Ah, Sydney, hässlich, 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 cool. Cool, cool, hässlich, hässlich, cool. Wey, 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 wey. Hier sind ein paar super schnuckelige Bilder dabei, aber guckt euch an. Falschgeld, Falschgeld und ich natürlich wieder mit meinen Augen auf. Jetzt wird's auch sehr veräugt, die Bilder. Guckt's euch an. So, erste Location durch. Thank you guys! Come on, nice, 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 nice. Erste Location durch, wir gehen in die zweite. Yeah, man. Und das ist es, Chat. Supporter. Jo, das Nackenkissen und das ist Eli. Support ist kein Mord. Eli unterschreibt auch hier. Wow. Wir gehen jetzt à la Turke essen. Ich habe ihn gefragt, welche Soßen es gibt. Er meint, es gibt Soße rot und weiß. Und da fängt es doch schon an, Digga. Er hat uns was geschenkt. Sag mal, was ist denn das? Ist ein Parfüm? Achso, warte, haben wir das gleiche? Ich mach den gerade zum ersten Mal auf. Oh, Mashallah, was ist das? 50 Shades of Oud von Chari? Ey, danke, Bro. Voll süß, ey. Lass uns das filmen, bitte. Zeig das mal nochmal. Wir sind jetzt hier zweite Location. Das ist wie so ein Penthouse, Verstaufsicht auf jeden Fall. Die Fotografen denken, die Wohnung gehört denen. Er hat nicht gesagt. Bei den Bildern. Nicht die Bilder ja fotografieren, die sind Copyright geschützt. Nee, aber du hast die, glaube ich, das letzte Mal vorgestern hier unten gelassen. Guck mal im Schlafzimmer, vielleicht ist die da. Ja. Sieh mal die Schuhe aus, ja genau. Die denken, die wohnen hier. Die Frau denkt es wirklich, dass wir hier wohnen. Ja, ich weiß. Der sagt, weil er früher beim VfB gespielt hat. Aber die Aussicht ist echt krass. Digga, Stefan, du chillst hier abends. Die haben auch unten eine Sauna und so. Einen Pool haben die auch. Ja, ihr habt einen Pool. Wir sollen jetzt hier ganz entspannt sitzen mit den Flaschen, so Homeschooling-mäßig. Echt? Sitze ich entspannt? Ja. Jetzt bin ich richtig gespannt. Ala Turka, der angeblich beste Döner aus Deutschland. Ist er nicht der Teuerste? 10 Euro kostet das Steak. Das ist er. Ich gebe ein ehrliches Statement ab, okay? Du gibst auch ein ehrliches Statement. Guck mal den. Das sieht auch Rucola. Das Fleisch ist irgendwie special. Keine Ahnung. Ja, was? Okay, warte. Und ist das eine Wüste im Mund? Bester Döner? Willi behauptet das nämlich, Leute. Scheiße. Erster Biss kann man nicht bewerten. Aber sag mal, Feedback zum ersten Biss. Trocken. Digga. Das Ding war so trocken, Digga. Ich hab in Sahara reingebissen. So leblos. Voll dick das Brot. Ja, das ist knusprig. Das ist knusprig. Aller Türker, bester Döner. 10 Euro. Guck mal, alleine die Gurke dann. Da bist du eine Gurkenscheibe drin. Weiß ich nicht. Magst du das? Magst du das, eine Gurkenscheibe da drin zu haben? Wirklich enttäuscht. Ich bin auch so richtig enttäuscht. Was soll ich erzählen? Statement zum Döner. 4 von 10. Maximal. Tut mir leid an alle Stuttgartianer. Aber das war großer, großer, großer Quatsch. Das soll angeblich der beste Döner Deutschlands sein. Es tut mir leid. Fleisch war gut. Die Soßen hatten keine Power. Da gab es eine Joghurtsoße. Das ist so, als wenn du Joghurt drauf machst und eine normale Schafsoße. Im Vergleich zu Rüyam oder den sehr guten Dönerläden in Berlin ist das maximal eine 4 von 10. Das Ding kostet 10 Euro. Zeig mir, was du Kannst. Action! Erklärt mal, wie ihr uns gefunden habt. Apple-Karten und dann mit 3D-Ansicht. Nice. Nein, ihr seid die Besten. Wir machen sowieso kein Bild jetzt. Ja, ist gut, alles gut. Nein, Spaß, Spaß. Bisschen unangenehm, ne? Zweite Location fertig. Hey! Langsam, aber sicher gehen die Kräfte, weil wir flöten müssen. Hey! Wir fahren jetzt zur dritten Location. Wir werden gleich Kenner sehen. Zum allerersten Mal. Ey, wow. Guck mal, wer hier ist. Junge, was bist du, ne? Ich glaub, du kannst es nicht. Ehrlich nicht. Wie findest du den Style heute? Mein? Mhm. Was hast du uns gerade gesagt? Ist einfach, aber entspannt.
Nice, aber. Sind die, was ist das? Letzte Location, so eine Lagerhalle mit so alten Autos. Da kann man auch nice Bilder machen. Wir sind richtig im Arsch alle. Wir verarschen jetzt die Kenner. Hier ist nur Wasser drin mit Lebensmittelfarbe. Und wir lassen jetzt die Kenner probieren. Aber wir gucken, ob er was dazu sagt. Die Kenner, du darfst jetzt probieren. Das ist das Richtige. Nee, das ist gelogen, halt, oder? Nein, Digga, das ist das Richtige. Hä, hey, nicht mal Sidney hat das probiert. Doch, jeder von uns hat eine Flasche. Ehrlich? Ja, das Wassermelone. Was denn? Ist scheiße. Schmeckt nicht? Da ist ein Jahr Produktion drin. Was ist das? Das ist unser Geschmack. Nein, das ist es so. Schmeckt nicht so gut? Scheiße. Ja, aber das ist Wasser mit, also was da drin. Nein, das ist Lebensmittelfarbe. Nein, das ist unser richtiges. Wir sind jetzt eigentlich durch. Wir machen noch was. Wir sind jetzt seit 9 Stunden am Shooten. Wenn die Bilder scheiße sind, kriege ich wirklich einen Rappel. Oh, Shabab. Guck mal hier, Shabab. Oh, Patrick Playboy. Ist die Hypermotion an? Ja, ja. Das war nice. Er trinkt die ganze Zeit Bier. Das ist sein drittes Bier, Digga. Leute, nochmal an alle, die es nicht mitbekommen haben. Willi und Sidney verlosen den GTR. Ihr müsst mir nur überall folgen und eure Teams. Ja. So könnt ihr mitmachen. Wie findest du das Team? Ist gut. Was würde ich machen? Voran, Gold ist nicht mehr up to date. Der steigt noch. Sei mal hier irgendwie. Hierzu noch mein aktuelles Feedback. Ja, danke dir, dass du das noch dazu schickst, mein Bester. Hannes auch mit dem trockenen Laden. Auch, nice. Guck dir das an, ich brauch den GTA. Ja. Olli. Ja, ich will auf dem tun, aber ich hoffe, ich würde mir unglaublich helfen. Wahrscheinlich ist es auch nicht mehr bewusst, wie sehr. Ja. Dann lass ihn gewinnen, den GTR. Ne? Also Leute, an alle einfach Willi das Team schicken, er verlost den GTR. Hier sind wieder Abonnenten, die wir getroffen haben. Nicht rein. Einfach nur, hey, bist du nicht Sidney? Sowas. Hey, bist du ehrlich hier? Doch, ich hab den. Sidney. Scheiße, der ganze Joke wurde zerstört, das ist auf Klo. Ich hab den schon 2019 gesehen. Das sind Subs, Freunde. Oh, wer ruft an? Der wird auch kommen. Sidney! Russo, gehst ran, geh ran. Oh mein Gott. Hallo? Wie geht's? Oh, auch gut. Erzähl mal. Alles klar? Wir müssen gleich gehen, Bruder. Salam alaikum, halt die Ohren steif. Vasili. So, Essen, wenn der Laden das sieht. Stopp mal, ich will das erzählen. Darf ich schon erzählen? Erzähl. Soll ich ganz von vorne anfangen? Ja. Okay, also es war mal in Mannheim, da wollte ich mit meinen Jungs in einen Café rein. Ja. Und die meinten, oh, Bruder, heute geht nicht schon voll. Ja. Tamam, okay. Ja. Dann bin ich auf mein Instagram gegangen. Und hab diesem Laden eine Nachricht geschrieben, hey Jungs, wie sieht's aus, könnte ich vorbeikommen? Blaue Haken, wie ist das? Bro, du weißt, wie es läuft, ey. Dann antworten die mir, hey, weißt du was, klar, komm doch in 5 Minuten vorbei. Und stand ich wieder vor dem Laden und dann hab gesagt, so, ich war doch vor 5 Minuten da, ihr meintet, ich konnte nicht reinkommen. Hast du dem, meinst du, was ist hier? Wo, zeig mir deinen Chef oder was? Wo, okay, ja, Chef, Moruk, okay, erzähl weiter. Heute ist wieder dieser Fall eingetreten. Patrick ruft hier an in dem Laden. Patrick, unser Geschäftspartner. Unser Geschäftspartner sagt, hey, wie sieht's denn aus? Habt ihr Platz für 15 Leute? Ja, ja. Natürlich. Schwierig. Weiß ich nicht. Er meinte, ich so, ist scheiße, dass wir nicht können. Ja. Meinte ich so, okay, wir haben noch Eli Geller. Elias N97, 700.000 Follower. Rutsch doch mal rein. Elias N97 rutscht rein. Und jetzt sitzen wir hier. Scheiße. Ehrlich, das hast du richtig nice erklärt. Okay. Lass hängen. Lass hängen. Das ist nicht dein Aber kurzes Statement zu den Toiletten. Nice Toiletten. Jungs, also ich würde gerne Sachen sagen, aber ich sag sie nicht, weil das ein bisschen scheiße wäre für die Person. Was die vorhaben, ist respektlos. Hier sind noch 3 Plätze. 1, 2 und ich. Wir lagen gerade auf Klo und da gibt's jetzt ein... Da ist jetzt... Geht euer Plan nicht auf? Ihr braucht einen Platz mehr, ne?
Was macht ihr jetzt? Falls ihr mich verkauft, kündige ich die Freundschaft. Falls ihr irgendwas jetzt vorhabt, was ich glaube, was ihr vorhabt, dann kündige ich die Freundschaft. Bei mir wurde es Porterhouse Steak, Rindertata und Burattini. Das ist Burrata, sowas ähnliches. Der Mann ist schon wieder. Cola ist Meter. Und ich schaue immer so dumm aus. Ja, wir haben erste Vorspeise Burrata und Rindertata. Burrata und Rindertata. Sind jetzt besoffen, Willi jetzt. Willi trinken Balsamico-Tee. Ich esse jetzt zum ersten Mal Ausland. So ein Quatsch ist. Boah, weiß ich nicht. Boah. Und war geil? Nee, gleich. Ich muss raten, wie viel steht. Guck mal nach, wie viel steht. Das ist in der 50. Minute. 1-0, schätze ich. Richtig? Richtig. Wer hat getroffen? Okay. Ziyech. Falsch. Noch einer. Dann hat getroffen. Kai? Ja. Zweites Spiel Villarreal gegen Juventus. Da sag ich mal, es ist 0-0. Falsch. 1-0 Juve. Ja, wer? Die Baller ist noch. Nee, kennst keinen anderen Spieler mehr, ne? Ich kenn noch Dixer. McKennie vielleicht? Ja, passt. Wer hat getroffen? Laura, ist der dumm. Der Neue, oder? Ja. Wir haben jetzt hier noch Motorhouse Steak bestellt. Den geht's nicht so gut. Den geht's nicht so gut. Die haben es geschnitten wie Zweijährige, muss ich dazu sagen. Bevor ich esse. Bist du satt? Hm? Wie viele Minuten? Durch. Ist 2-0? Ist mit. Ach ja, 2-0 Chelsea. Richtig? Zierch. Noch einer. Rüdiger. Ecken. Scheiße. Pulisic. Oh, okay, 2-0. Es ist 1-0 geblieben. 1-1. Villarreal, ich kenn's ja. Palermo. Nein! Palermo? Oh mein Gott, der Knecht. Er hat sich um 0 Uhr ein Expresso geschrieben. Ich muss gerade für Willi. Ich kann es nicht. Eddie hat gerade gesagt, ich und Sidney sind 2 Ei. Jetzt mit G. Jetzt mit G. Wieso? Ja. Eigige. Das wird 2 Ei geschrieben. Kann ich kurz an den Vlog was sagen? Ja. Also, falls ihr das hört, jetzt bitte mal machen. Can I have a. Na, keine Mädchen? Wir sind jetzt im Hotel. Wir gehen jetzt pennen, Freunde. Morgen um 9.30 Uhr geht ins Labor. Ich bin jetzt wieder ungefähr 40 Stunden wach, wie letzte Woche in Paris. Morgen um 9.30 Uhr sehen wir uns in der Produktion und da geht es nochmal ums Getränk. Ich bin wach. Tötet aus. Ja, es hat so gut getan, wow. Ich habe 7,5 Stunden geschlafen. Ich fühle mich super. Ehrlich. Patrick holt mich gleich ab. Dann brettert ich eine Runde mit seinem Porsche. Sydney fährt jetzt mit dem GT2 RS. Der schnellste Auto der Welt. Nein, nein, das traue mir Fritte nicht an. Ich werde jetzt gleich das Ding hier brettern. Das soll, was, auf 100 Metern das schnellste Auto sein? Nein, nein, auf der Nordschleife. Achso, auf der Nordschleife. Ja, auf der Nordschleife ist das schnellste Auto. Ich werde da gleich reindrücken. Du auch? Lässt du ihn auch fahren? Ich darf leider nicht. Ja. Wir sind jetzt gefahren, so ein bisschen. Wir holen kurz was zu trinken. Das ist ja ein Brett. Das ist ja ein absolutes Brett. Wir fahren jetzt hier gleich auf der Autobahn hier irgendwie. Da kannst du durchbrettern. Echt, echt krass. Er steht einfach immer so neben einem und so voll lost so dagegen. Wir sind jetzt in der Produktionshalle, Chat. Ihr seht schon, das ist eine Riesenhalle. Wir laufen jetzt zur Vita-Welt-Abteilung mäßig ins Labor. Hier, wenn ihr diesen Saft hier seht, also hier gibt es auch krass verschiedene. Das ist alles von hier. Dubai, ja, Boilung. Also von ganz, ganz vielen verschiedenen. Also das ist ein riesen Unternehmen. Da geht's hier. No. Also das ist noch nicht Vita-Welt. Oha, guck mal. Und hier ist das goldene Elixier irgendwo. Hier ist irgendwo das goldene Elixier. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Die Dinger sind riesig. Stell dich mal daneben. Guck mal, Sydney ist ja schon eine lange Nudel. Und die Dinger gehen
bis da ganz oben. Was ist das hier jetzt alles? Ja, hier ist jetzt Produktion, ne? Also hier draußen Tanklager, da sind wir gerade durch die Aufbereitung gelaufen. Hier haben wir Vita Made in den Tanks. Oh, okay. Unspektakulär. Das ist Tanklager, ne? Große Tanks. Alter, doch, das ist schon spektakulär. Das ist schon spektakulär. Kann ich irgendwo so einen Dings aufmachen? Hau den mal, zapp dir mal das raus. Guck mal, die sind noch mal größer. Guck mal, wie klein Sydney neben diesen Dingern aussieht. Hier ist das Ding. Also nochmal, das ist jetzt hier kein Vita-Welt. Das ist nur der Ablauf, wie das dann abgeht. Da sind dann die Etiketten. Hier wird in Flaschen gefüllt, das ist die Abfüllanlage dort hinten. Ja. Da kommt eins später, kommt der Verschluss drauf und es wird ja heiß gefüllt, ne? Ja. Also 90 Grad heiß, Vita-Welt wird kalt gefüllt, aber das wird heiß, der wird heiß gefüllt. Und dann geht der durch den Rückkühler und da kühlt das Produkt langsam runter und kommt hinten wieder raus. Dadurch zieht sich die Flüssigkeit zusammen und dann entsteht das Vakuum. So wird es quasi haltbar gemacht. Und dann ist hier die Etikettieranlage, kommen die Etiketten drauf und dann ist es richtig fertig. Und dann ist es Ding durch. Und dann werden die in Kisten hier direkt Genau. Wir werden ja auch Millionen von Flaschen produzieren. Wie viele produzieren wir am Anfang direkt? 5 Millionen. 5 Millionen Flaschen hauen wir am Anfang direkt raus. Und so wird es, das ist geisteskrank, wie viel Organisation dahinter ausdenkt und dieser Ablauf, voll interessant zu sehen. So Freunde, wir sind jetzt im Labor. Wir werden jetzt das finale Produkt trinken, das haben wir schon 100 Mal, aber einfach nochmal fürs Video. Und das ist der Mann, um den es heute geht. Er wird euch heute sagen, was da genau drin ist. Kannst du dir mal sagen, was du hier machst? Ich bin Entwicklungsleiter bei der Unibeffen. Kooperation haben wir ja gemeinsam dieses Produkt entwickelt und da haben wir letzte Feinschliffe gemacht und heute haben wir das Produkt wirklich final, wie es dann auf den Markt kommt, nochmal hier und testen das gemeinsam durch, gucken uns alles an, was da so drin ist. Und da freue ich mich auch drauf. Genau, also wie viel so die Bestandteile, wie viel Zucker, wie viel Bituin, Vitamine, ist das gesund etc. pp. Ich habe auf Instagram Fragen gestellt, also ihr konntet Fragen stellen und wir fangen jetzt einfach mal an. Auf Insta wurden jetzt ein paar Fragen gestellt. Sehr wichtige Frage von einem unserer Mobs. Wie sieht's aus, kann man das Ding auch als Mische nutzen? Ah, das ist Kalle. So ein krasser Knecht. Wenn du siehst, du hast ein Problem, wirklich. Wie viel Fruchtgehaltanteil haben die verschiedenen Geschmackssorten? Also wie viel Fruchtgehalt ist da drin? Das steht, glaube ich, hinten noch drauf. Genau, wir haben es bei allen mit aufgeführt, steht auf den Etiketten. Wir haben bei der Himbeere 3% Fruchtanteil, bei der Wassermelone 9%, beim Pfirsich 9% und bei der Zitrone auch 3%. Ganz oft gestellte Frage, wie viel Gramm Zucker ist da drin? Das ist eigentlich fast alles. Die denken, da ist halt Zucker drin, aber das ist es. Kannst du es mal erklären für die Leute? Da ist kein Zucker drin, Leute. Da ist wirklich kein zugesetzter Zucker dabei. Also wir haben wirklich Hauptfokus auf den Geschmack gelegt, aber trotzdem versucht, so wenig Kalorien wie überhaupt möglich zu haben. Das heißt, wir haben hier keinen Zucker, den man angeben muss. Wir haben bei der Wassermelone haben wir 0,7 Gramm Zucker. Beim Pfirsich haben wir 0,7 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Bei der Zitrone auch kein Zucker, der angegeben werden muss. Nur. Also da ist kein Zucker drin, außer von der Frucht und der ist so gering, dass man das nicht angeht. Aber ihr werdet das schmecken, Freunde. Coole Frage. Könnte man, also ohne sich Gedanken machen, davon jetzt irgendwie 3 Liter am Tag trinken, wie Wasser? Ja, selbstverständlich. Also Hauptbestandteil ist dabei Mineralwasser und zusätzlich haben wir halt für den Geschmack etwas Saft. Also du kannst 3 Liter davon trinken, es ist gesund. Genau. Also ja, das ist auch sehr, sehr cool. Könnt ihr die Vitamine besser beschreiben, was das für jemanden bringt? Dabei können wir auf die Pantothensäure eingehen. Die trägt beispielsweise zum normalen Energiestoffwechsel bei, trägt zur Verringerung von Müdigkeit oder Ermüdung bei und die trägt ebenfalls zur normalen geistigen Leistung bei. Ansonsten haben wir auch Vitamin B6, was zur normalen psychischen Funktion beiträgt, zur normalen Funktion des Nervensystems, zur Verringerung von Ermüdung und Müdigkeit, zur Regulierung der Hormontätigkeit und... Der Hormon... Achso, du hast Erz gerade gesagt, würde ich gerade sagen. Ja? Ich würde es gerade auch sagen, muss ich sagen. Okay, also nächste Frage, das ist eigentlich auch beantwortet. Übrigens mit der Maske immer auf und runter, weil wir, wenn wir was schmecken dann. Wie haben wir die Farbe hinbekommen, wird hier gefragt. Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Wir haben ja 4 verschiedene Sorten, die wirklich weit auch voneinander entfernt sind. Und ein schönes Beispiel ist einmal hier die Zitrone. Da haben wir von der Färberdistel auch einen Auszug. Ja, die Färberdistel ist eine Blume und daraus kann man natürlich Farbstoffe gewinnen. Einerseits einen gelben Farbstoff und andererseits auch einen roten Farbstoff, sodass wir hier wirklich mit natürlichsten Zutaten knallige Farben erreichen konnten. Hier zum Beispiel aus der Himbeere eine Karotte. Die Farbe hat man von der Karotte her. Genau. Und ja, bei den anderen halt eben ist es alles aus der Natur. War es sehr nervig für die Sydneys und Edis Geschmack?
Geschmacksrichtungen vor. Es war auf jeden Fall eine lange Reise, die wir gegangen sind. Hab keine Ahnung mehr, wie viele Muster wir euch gegeben haben. Das ging ja Monate. Ja, also wir haben irgendwann letztes Jahr im Sommer angefangen. Ja. Und wir hatten ja eigentlich mal geplant, November, Dezember, Januar. Und wir mussten alles verschieben. Wir mussten alles verschieben. Nicht ganz gepasst hat, weil die nicht zufrieden waren. Ja, die meinten immer, ja, ist doch jetzt gut, ist doch gut. Und Willi, Sidney und ich meinten immer dann, nee, da fehlt noch ein bisschen was. Ist aber auch schwer, dass alle drei zufrieden sind. Ja, so. Das ist schwer. Wir mussten immer sagen, das ist es. Wir mussten das halt zu dritt sagen. Und wir wollten da das für uns beste Produkt und deswegen hat es so lange gedauert, wie wir haben ja schon gesagt, hier zum Beispiel, das hat andere Kalorien als, keine Ahnung, Wassermelone und wir waren uns einfach nie so richtig einig, weil wir auch das beste Produkt für euch haben wollten. Also sie haben uns machen lassen, sie meinten, ihr entscheidet, was wie es schmecken soll und wir wollten für euch das beste Produkt haben, Freunde, das hat halt länger gedauert, wir hätten das auch schon viel früher rausbringen können, aber wir wollten, dass es für euch halt sehr, sehr lecker ist und wiederum gesund. Wir hätten hier auch einfach irgendwas reinholen können, hätten damit Kohle verdient und dann wäre es das gewesen, aber wir wollten halt wirklich was bringen, was für euch da draußen auch einen Mehrwert hat. Ihr könnt das ohne Bedenken trinken. Ihr wisst ja, Sidney, Willi und ich trinken eigentlich. Trinkst du Fanta und sowas? Nein, oder? Ich trinke nie Fanta, nie Cola, außer vielleicht Mykonos-Cola. Ja, Mykonos-Cola ist cool. Eventuell. Aber eigentlich trinke ich fast auch nur Wasser und deswegen war uns das so wichtig und das passt auch sehr gut zu uns und ja, das solltet ihr wissen, dass wir da sehr lange dran getüftelt haben. Könnt ihr beim Zocken, beim Sport, in der Schule. Beim Zocken, beim Sport, in der Schule, aber auch was zum Essen. Auch eine sehr oft gestellte Frage, hat zwar nichts mit den Inhaltsstoffen zu tun, aber wie teuer wird Vitavelt, also eine Flasche 0,5 Liter wird im Supermarkt 99 Cent kosten, Freunde. Mit Pfand dann halt 1,24. Finden viele sogar sehr, sehr günstig. Ist es auch krass sehr günstig, aber wir wollten eher was für die Masse machen. Unsere Preisempfehlung ist 99 Cent. Die ganzen Läden halten sich in der Regel dran, also dass sie das für 99 Cent verkaufen. Aber letztendlich können sie machen, was sie wollen. Ne? Die können es auch für 40 Euro verkaufen. Sicher, ja. Also aber unsere Preisempfehlung ist 99 Cent und die Läden halten sich in der Regel auch daran. Aber wahrscheinlich in Tankstellen ist es teurer? Der Tankstelle in der Regel teurer. In der Tankstelle ist es zum Beispiel in der Regel teurer. Ja. Konkurrenzprodukte sind schon teurer, muss man dazu sagen, aber wir wollten halt auch mal euch da ein bisschen entgegenkommen. Ja, wir wissen, dass viele von euch jung sind und das könnt ihr euch dann auch eine sehr aufgestellte Frage, was nichts damit zu tun hat. Ich sage, fragt Inhaltsstoffe fragen, die fragen, wo wird es verkauft? Wir sind noch dran, wo es verkauft wird, aber eigentlich ist fast jeder Laden in Deutschland ist interessiert. Wir müssen noch gucken, wie wir das machen. Das ist da was anderes, das ist eine Geschäftsentscheidung, die wir treffen müssen. Aber ihr sollt das eigentlich fast überall in Deutschland kaufen können. Die ganz, ganz Großen sind interessiert. Aber auch ein paar Discounter, Tankstellen. Man ist auch im Austausch zum Beispiel mit Flink und Gorilla, Freunde. Also es soll wirklich fast überall zu kaufen sein. Wir werden am Anfang 5 Millionen Flaschen herstellen. Hoffen natürlich, dass ihr die so schnell wie möglich wegkauft und dass dann nachgefüllt wird. Eine Frage noch, was ist das Ungesündeste, was da drin ist? Also gibt es was ungesund da drin ist? Da gibt es nichts, was ungesund dabei ist. Also es ist ein, ja, rundum sehr gutes Produkt. Haben wir super gemacht. Ja, und dann die guckt es euch an. Würde es mal Vitavelt mit Alkohol geben? Frag für einen Freund. Scheiß Knechte, Digga. So, wir fangen jetzt an hier mit Himbeere. Das ist in der Flasche, da wird es am Ende so aussehen. Wenn man es trinkt, merkt man direkt, dass es sehr leicht ist. Es schmeckt sehr leicht. Sehr leicht. Es riecht auch schön nach Himbeere. Es schmeckt auch sehr leicht, ne? Also das Aroma kommt wunderschön durch. Wir haben da ein natürliches Mineralwasser drin und schmeckt gut, ne? Himbeere ist auch mein Favorit, muss ich sagen. Ich finde Himbeere und Wassermelone, eigentlich finde ich alle sehr, sehr cool, aber weil ich so viel schon Zitrone und Pfirsich schon so getrunken hatte, in den allgemeinen Getränken finde ich die schon sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ich liebe Pfirsich. Pfirsich? Und Himbeere auch. Das schmeckt wirklich wie, als wenn ihr Wasser habt und da ist eine Himbeere. So ausgequetscht so. Ja, so schmeckt das wirklich, aber es sieht nach mehr aus und das ist es halt. Ihr trinkt das und es schmeckt wirklich, wie du gerade gesagt hast, es schmeckt gesund. Es ist ja auch gesund, ne? Es ist super gesund. Wenn, also wir haben zusätzlich dann nochmal 4 Vitamine, Vitamin B6, B12, Carotinsäure und Biotin und die sind gut für das Nervensystem. Den meisten Zucker ist diese Wassermelone, dann mit 0,7 Gramm ansonsten. Also unter 1 Gramm Zucker, Leute. Unter 1 Gramm, bei der Zitrone haben wir gar nichts. Also, da ist gar kein Zucker? Da ist gar kein, ja. Also ein minimalster Anteil. Dass man den nicht Zitrone, mal angeben muss, ne? Genau. Ist aber dann nicht vollgekloppt mit irgendwelchen künstlichen Süßstoffen oder so? Das ist gar nicht. Du hast 4 Kilokalorien pro 100 Milliliter, also 20 Kilokalorien pro Flasche. Guck mal hier, wie mächtig es aussieht. 1 Kalorien, 0 Gramm Kohlenhydrate, 0 Gramm Zucker. Wir gehen jetzt ins nächste. Watermelone. Wassermelone, sehr, sehr cool, meiner Meinung nach. Das ist so eigentlich mit das Coolste, was ich auch finde. Es sieht halt so knallig aus, aber es schmeckt so sehr leicht. Es riecht wie eine Wassermelone. Es riecht ja wirklich so, als hättet ihr eine Wassermelone aufgeschnitten. Und die denken wir, ne? So zerstampft in sein Wasser rein. Ja, es schmeckt wirklich, also ich habe das schon 100 Mal getrunken. Als wenn ihr eine Wassermelone
Wassermelone genommen habe und den Saft, dieses Wasser von der Wassermelone raus, ich schwöre, ich kann sogar sein, dass es so gemacht wurde. Wassermelone hat 3 Kalorien, 0,7 Gramm Kohlenhydrate, 0,7 Gramm Zucker. Ich lese euch jetzt mal vor, was da genau alles drin ist. Fruchtgehalt 9%, davon Wassermelone 8%. Natürlich das Mineralwasser, Wassermelonen-Saftkonzentrat. Genau, also du hast wirklich den Saft einer Wassermelone gehabt, das wurde auch konzentriert, also das Wasser entzogen und somit haben wir wirklich die pure Wassermelone da drin. Zitronensaftkonzentrat, genau das gleiche mit Zitrone. Genau. Färbendes Konzentrat aus der Karotte. Also selbst die Farbstoffe sind natürlich. Genau. Das war wichtig. Natürliches Aroma, was können sich die Leute darüber vorstellen? Aroma, das aus der Natur gewonnen wurde und einfach eben diesen Geschmack nochmal etwas verstärkt. Und zusätzlich ein schönes Mundgefühl gibt, das man bei dem Produkt halt wirklich hat. Säurungsmittel, Zitronensäure? Genau, ein Säurungsmittel eben einerseits, damit es stabil bleibt und dass man ein schönes Verhältnis von Zucker und Säure hat. So, jetzt kommt was, was da draußen wahrscheinlich sehr wichtig ist. Vitaminmischung. Pantonensäure, Vitamin B6, Biotin und Vitamin B12. Pantotensäure. Pantoten. Ja. Ich hab drin genommen. Ist mir auch schon gerade aufgefallen. Ja. Weißt du? Das heißt Pantoten. Ich wollte gucken, ob er aufpasst. Die haben sehr viele gesundheitliche Mehrwerte. Hauptaspekt dabei ist eigentlich Stärkung des zentralen Nervensystems und bei der Pantothensäure ganz besonders, die trägt dazu bei, dass man nicht so schnell ermüdet. Pfirsich, sag mal was. Ich liebe Pfirsich. Pfirsich ist mein Lieblingssorte. Ich muss dazu, ich mag auch kein, ich bin Team Zitronen-Eistee. Also es gibt ja diese Pfirsich- und Zitrone-Eistee. Ich bin Team Zitrone. Ich weiß, viele werden haten. Ich bin nicht so der Pfirsich-Mann. Ich liebe Pfirsich, so geil. Es schmeckt doll nach einem gesunden Pfirsich. Was soll ich dir erzählen? Nicht zuckrig. Ja, es schmeckt doll nach Pfirsich. Also ich finde, Pfirsich schmeckt am meisten nach Pfirsich, nach dem Ding. Du bist Team Zitrone. Ich bin Team Zitrone. Ich mag Zitrone. Zitrone schmeckt halt so, als ob da 0 Gramm Zucker drin ist. Ja, es schmeckt ganz doll nach, ja, wie soll ich das erzählen, Digga? Das schmeckt nicht wie ein Zitronen-Eistee. Es schmeckt so wie den Drink, was du dir gemacht hast. Ja, ja, ja. Es schmeckt so wie, als ihr nehmt euch Wasser und presst da Zitrone rüber. Und dann mischt ihr das so rum und dann trinkt ihr das. Oder, nein, nein, weißt du, wie es trinkt? Ich kann es dir sagen. Es schmeckt so, es schmeckt so, wie ihr macht das so rein. Dann so eine Mischung aus einem Eistee-Zitrone, ganz, ganz leicht. Und wenn ihr so eine Zitronenscheibe reinklopft und das dann so da einen Tag stehen lässt. So genau so schmeckt es. Ja, könnt ihr euch vorstellen. Genau so schmeckt das auf jeden Fall. Aber es schmeckt cool. Also Freunde, wir freuen uns sehr darauf auf den Release. Du erklärst jetzt den Leuten, wann das kommt, weshalb eine leichte Verzögerung. Du kannst es erstmal erzählen. Ja, tatsächlich einfach die Rohbahnkette. Wir sind eigentlich startklar. Alles ist da. Flaschen sind da, Deckel sind da, die Flüssigkeit, das Getränk, ja. Betamate ist im Tank. Also wir könnten tatsächlich morgen produzieren, aber der Folienlieferant, also quasi um die Trays ist ja eine Folie und das ist das Nadelöhr. So, und die hätten, keine Ahnung, 6 Wochen Lieferzeit haben sollen, haben dann irgendwie auf 12 hoch, halt wegen Corona. Ne? Die können ja heutzutage, die sagen halt, ja okay, Corona, was willst du dann sagen? Also wir sind da dran, wir telefonieren jeden Tag mit denen, aber das ist unser Nadelöhr und sobald diese Folie kommt, produzieren wir einen Tag später und deswegen verschiebt sich es leider. Ne? Aber wir können noch nicht ganz genau sagen, wann, ne? Das ist das Problem, ja. Ungefähr also, ein Zeitraum für die Leute, weil die werden dann, Anfang war ja Anfang März geplant. Anfang März, also Ende März auf jeden Fall und wir werden wahrscheinlich auch bei Ende März hoffentlich. Also ich glaube so zwischen Ende März und Mitte April hoffentlich. Dafür wird es das beste Produkt der Welt. Dafür wird es einfach das beste. Zwischen Ende März und Mitte April. Was sind 4 Wochen, wenn man 40 Jahre lang Spaß an einem Produkt hat? Der liebt das so doll, wirklich. Er liebt dieses Ding so doll. Das ist der Wahnsinn. Bin vorhin mit ihm gefahren hier. Der hat mich auch die ganze Zeit damit hier. Es ist so geil. Es ist wirklich das ganze Gewinn. Alle werden sich an diese Worte erinnern. So in 5 Jahren sitzt man dann und sagt, überleg mal damals. Da sagt ja niemand mehr, hey, boah, die hatten 4 Wochen Verspätung, sondern ich sag mal, dieses Produkt hat mein Leben gerettet. Ja, hier zu den Läden, da kannst du dazu was sagen? Also, wir sprechen nach wie vor mit allen möglichen und verhandeln. Rewe ist an Bord, die Shell sehr wahrscheinlich, Edeka auch. Kaufland hat leider abgesagt, das ist natürlich, es war ein Riesenschlag ins... Ja, weil dann, aber ja, dann aber halt die, nicht. Ja, ja, genau. Erstmal war ja Kaufland, ne, kann man sagen, Kaufland hatte sehr Bock am Anfang, aber... Ja, das waren die Ersten. Genau, genau, aber die haben gesagt, hier sitzen Willi und sind, scheiße. Mann, wahrscheinlich habt ihr irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich da irgendeinen Stream-Sniper oder so, genau, keine Ahnung. Die haben dich dann beobachtet. Ja, die haben mich da angerufen und dann habe ich gesagt, nee, also keine Chance mit den Jungs.
Jungs. Die werden kommen. Also die, das ist ja wie immer, ne? Das kann man sagen, bei Brate war am Anfang die Rewe nicht dabei. Und nach einer Woche oder nach zwei Wochen kam die Rewe, hat gesagt, okay, alles klar, wir brauchen das Produkt. Aber und so wird es bei VitaWelt auch sein. Ne? Das dauert irgendwann immer zwei, drei Wochen, bis das Produkt wirklich überall ist, bis es komplett durchdistribuiert ist. Aber das ist schon gut, dass so viele Leute überhaupt schon interessiert sind. Ne? Also Rewe und Edeka zum Beispiel, dass die darauf Bock haben. Das ist nämlich eigentlich nicht selbstverständlich. Das ist krass, Freunde. Dafür auch nochmal vielen Dank für den Support. Wir haben schon über 160.000 Follower auf unserem Instagram-Kanal. Wir sind die größte deutsche Instagram-Getränkeseite. Ja, genau. Also selbst irgendwie, ja, Coca-Cola, Deutschland. Niemand hat es getrunken, außer wir. Also ihr könnt da gerne weiter einen Follow da lassen. Follow sind schön und gut, Freunde, aber wir brauchen da auch euren Support dann in den Läden. Wir sind sehr gespannt, wie das so ist, wie ihr das findet. Und ja, wir werden nachher noch ein bisschen weiter reden. Ich hoffe, euch hat das hier so ein bisschen gefallen. Und ja. So, das war's, Freunde. Sidney und ich sind jetzt auf dem Weg wieder zurück nach Berlin. Anstrengende Tage gewesen, sage ich ehrlich. Mit wenig Schlaf. Wir brettern jetzt zurück. Und ja, Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sind sehr gehypt auf VitaWelt. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ist umsonst. Supportet und ciao.